Da sind wir wieder. Nach unserer kurzen Pause. Wir spielen immer noch Scheiße, wo ist mein Dodo? Zusammen mit Heldenpicknick. Und gerade habt ihr... Ihr wisst nicht so richtig, was so passiert ist letzte Nacht. Aber ihr habt auf jeden Fall einen blau angemalten Butler in einer großen Wanduhr entdeckt, der Frühstück parat hatte. Und Grave Landridge ist gerade unterwegs zum Vorsitzenden eurer Forschergilde, um ihm ein Tablett mit, ich merke gerade, es ist schwierig zusammenzufassen für Leute, die jetzt erst einsteigen, ein Tablett mit blau bemalten Frühstück vorbeizubringen. Ja, das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Und ja, du kommst auf ihn zu und er sitzt immer noch da angelehnt. Ah, Jeff, hier bist du. Hier, schaut mal, ich habe hier das Frühstück gefunden, der Butler. Er war leider verhindert gewesen kurze Zeit, dann haben wir ihn befreit, aber jetzt... Das ist ja herrlich. Oh, wunderbar. Gib mal her. Und er legt sich das so auf den Schoß und fängt sofort an, so erstmal die Farbe so ein bisschen runterzukratzen und dann... Ja. Kaya macht das so gut wie mein Butler. James Butler. Ist einfach ein guter Butler. Und was der in der Uhr gemacht hat, will ich gar nicht wissen. Der beste Butler. Ich habe gehört, man hat ihn dort hineingestoßen, aber mehr weiß ich auch nicht. Aber wie ist das eigentlich passiert gestern, als wir angeblich hier randaliert hätten? Was ist vorher passiert? War die Party gut? Es war ganz merkwürdig. Ich wollte auf euch einen Toast anbringen und ihr wart aber irgendwie, den ganzen Abend habe ich euch gar nicht gesehen. Ihr wart mit Stuart irgendwie weg, scheinbar irgendwo in der Nähe des Kellers oder so und ja, darum haben wir eigentlich darauf gewartet und als ich gerade zur Rede ansetzen wollte, platzte die Tür auf und ihr seid reingekommen und seid über alles hergefallen und ja, jetzt sieht das so aus, dass ich euch aus der Gilde schmeißen muss. Ah, darüber reden wir aber morgen nochmal. Das hört zu, Grave. Ich weiß, was du alles für uns getan hast, aber wie soll ich das denn? Wie soll ich das denn durchgehen lassen hier? Was ihr hier gestern veranstaltet habt. Und außerdem sind auch noch unsere drei wertvollsten Tiere noch nicht wieder eingefangen. Und wir wissen auch nicht, wo sie sind. Die zwei Geparden, die ihr losgelassen habt auf die Meute, das war übrigens auch. Vielen Dank nochmal dafür. Und dann der Dodo. Der Dodo? Der letzte lebende Dodo, den wir hier bei uns hatten, der ist weg. Den hatte hier Stuart unterm Arm und hat irgendwas von Trauzeuge gesprochen oder so. Ja, dann müssen wir mit Stuart wohl nochmal ein ernstes Wörtchen reden, aber keine Panik, das kriegen wir hin. Wir haben auch schon das Äffchen wieder eingefangen. Also wenn ihr das wieder auf die Beine, wenn ihr das wieder hinbekommt, dann ist Äffchen, Moment mal kurz. Karl den Affen oder was? Ja, der ist sicher wieder in Gewahrsam, aber keine Sorge, das schaffen wir. Ich drehe mich. Oh Gott, um. Der war auch ausgebrochen, ach du Heilige. Oh. Ich laufe wieder ins Haus. Oh. Okay, du läufst wieder ins Haus zu den anderen. Während du ihn im Hintergrund laut fluchen und stöhnen hörst. Nicht auch Karl, das kann doch nicht sein. Ja, währenddessen würde ich den Butler mal darauf hinweisen, dass er jetzt eigentlich schon ein bisschen über Dienstbeginn ist und da vielleicht mal zusehen sollte, dass er hier auch ein bisschen für Ordnung sorgt. Ihr habt ja recht. Er steht so auf und versucht sich so die Farbe so ein bisschen abzumachen, aber dann hat er die Farbe an den Fingern und dann versucht er sich so in die Arme zu schmieren, aber dann hat er sie auch an den Armen und es hört überhaupt nicht auf. Und ich werde kurz... ein Bad nehmen und dann den Tag starten. Entschuldigen Sie mich für einen Augenblick. Kurz. Oh, er geht so stöhnt. Die Treppe hoch. Und ich spreche Jeff an. Sagen Sie mal, wo könnte Stuart denn hin sein? Hat er irgendwas gesagt? Also, wo ist denn diese Hochzeit, wenn er ein Trauzeuge ist, oder?
Davon weiß ich doch nichts. Ich habe das auch nicht mehr ernst genommen, was der gesagt hat. Ich weiß nur, dass sie alle zusammen hier eine von unseren Kutschen geklaut haben und einfach weg in die Stadt gefahren sind. Und dann war da noch diese Frau dabei. So eine blonde Frau, die hatte ich noch nie gesehen. Die war hier irgendwie eingeladen. Und der Dodo und die beiden Geparden, die sind euch hinterhergerannt. Ihr habt noch so ein paar Mal laut gehupt, als ihr weggefahren seid. Aber waren wir davor? Ich bin jetzt auch langsam rausgegangen, weil der Butler etwas debil war. Waren wir davor die ganze Zeit im Keller? Da hat euch jemand gesehen, aber ich selber habe euch da nicht gesehen. Ihr wart auf jeden Fall nicht da. Ich habe keine Ahnung, warum ihr euch zurückgezogen habt. Das war ja auch ein Abend für euch eigentlich, ne? Aber am Ende und am Strich war es eher ein Abend für die Tonne. Ja, ich glaube, das muss man nochmal vernünftig wiederholen. Aber das Essen war gut. Ja, also ich habe genug von Partys für die nächsten Jahre auf jeden Fall. Ich gebe auf jeden Fall das Amt des Vorsitzenden erstmal ab. Will einer von euch das Amt haben? Gerade, also. Ich schlage Greg vor. Sind wir nicht alle erstmal rausgeflogen, wenn ich das gerade richtig verstanden habe? Ja, das war ja auch ein Spaß. Ihr fliegt raus und zwar in hohem Bogen, wenn ich nicht meinen Dodo wieder habe. Aber dann wie kommt denn das rüber, wenn er bei uns der letzte, also wenn einfach wegen einer Party unser der letzte lebende Dodo, die Dodos aussterben? Das ist doch nicht gut. Ich stelle mir schon die Schlagzeilen in der Zeitung vor. Bobo der Dodo, der letzte Dodo ist tot. Ist er wirklich Bobo? Ich dachte, er hätte einen britischen Namen. Ich weiß es doch auch nicht mehr so genau. Das war bestimmt der Spitzname. Ist ja auch nur der letzte. Das war der Spitzname von Boris, oder nicht? Ja. Stimmt. Aber nun gut, wir wissen, wo wir in der Nacht gelandet sind, im Zoo. Und wir wissen, wo wir herkommen, hier aus der Forschergilde. Was sind unsere weiteren Hinweise? Vielleicht sollten wir hier nochmal im Keller schauen oder beim Keller oder so. Jeff hatte da was erwähnt, dass wir mit Stuart unten gewesen wären, vor der Party. Ja. Aber wenn er den Dodo mitgenommen hat, der ja auch in der Ausstellung war wahrscheinlich, müssten wir da auch noch hingehen. Das stimmt. Aber was ist denn näher? Ich bin gerade so ein bisschen lauffaul und ich glaube, Archibald ist auch noch nicht so gut wieder zu Fuß. Ach ja, stimmt. was näher ist, es ist beides nicht so super weit. Ihr müsst ja nur ein bisschen durch das Haus gehen quasi. Also die Ausstellung ist auf der Rückseite des Hauses und der Weinkeller ist im Keller des Hauses. Okay. Ja, dann lass uns doch erstmal Weinkeller, würde ich sagen. Ja. Wein klingt gut. Okay. Ihr kommt in den großen Weinkeller und seht, dass jemand da so Weinfässer rausgerissen hat aus den Regalen, die so ein bisschen am Boden zerschellt sind. Und das läuft auch so ein bisschen aus. Also es sieht so aus, anfangs hätte jemand Weinfässer aufgemacht, aber danach irgendwann sich nicht mehr die Mühe gemacht, die richtig zu öffnen. Und da sind einige Weinfässer am Boden quasi kaputt gegangen. Und ihr schaut euch da um und scheint nicht weiter groß was zu sehen, außer so ein Zettel, der euch auffällt. Eine Notiz. Sieht auch aus, als hätte diese Notiz die Handschrift von eurem guten Kumpel Stuart Duffy. Und auf dieser Notiz steht nichts Geringeres als eine gute neue Erfindung für den Mann von Welt von Stuart Duffy, Archibald Jones, Charlie Jingles, Grave Langridge und Jean Maid. Und dann steht da noch so handgekritzelt: Rosen sind rot, der Butler ist blau, diese vollautomatische Frühstücksmaschine macht ordentlich Radau. Das klingt nach Stuart.
Das klingt genau nach ihm. Aber ich kann ihn hier nirgends sehen. Ich klopfe mal gegen eins der Fässer. Stuart? Keine Spur von Stuart. Aber warum stehen wir auch mit auf dem Zettel? Ich meine, das klingt schon nach einer Idee, die wir hätten haben können, aber noch nicht so. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ich mich auch nicht. Nee, könnt ihr auch nicht. Könnt ihr auch wirklich nicht. Ihr findet auch in dem Weinkeller tatsächlich wirklich nicht viel mehr Hinweise. Und wenn ihr euch zur Ausstellung begebt, dann seht ihr da quasi auch, dass einige der Gehege leer sind. Aber viele der Tiere sind schon wieder quasi zurückgebracht und eingefangen worden. Ihr kommt aber quasi auf dem Weg dahin an so Regalen vorbei, wo ein Eimer mit blauer Farbe geöffnet ist und halb leer am Boden liegt. Ihr könnt euch so auch vorstellen, was mit dem passiert ist. So in etwa. Ja gut, wir müssen Stuart finden. Vielleicht hat er für all das eine Lösung. Dann sollten wir doch nochmal vielleicht erst hinten gucken. Hinten? Bei der Ausstellung. Ah. Ja, ja, da seid ihr gerade, da ist aber auch, ja, ja, da ist aber auch keine Spur so richtig von Stuart. Ihr seht halt nur, dass einige Gehege quasi geöffnet wurden und auch scheinbar die, also das Riesengehege mit dem Riesengorilla ist noch leer. Und dann ist noch das Gehege von dem Dodo leer und natürlich das Gepardengehege, wie ihr wisst. Ist denn da irgendwo vielleicht noch eine Notiz hinterlassen oder so? Würfel doch mal bitte auf Wahrnehmung oder Recherche. Vier und fünf. Okay, also ein Erfolg. Tatsächlich findest du eine weitere Notiz, auch geschrieben von Stuart Duffy, aber unterschrieben von euch allen. Und es steht da drauf, hiermit verkünden wir feierlich die Befreiung und Gleichstellung des Menschen mit allen Tieren. Ja, klingender Hund, aber doch nicht so. Ich drehe den Zettel mal rum. Steht auf der Rückseite nochmal irgendwas anderes? Nee, aber der Zettel riecht ziemlich nach Wein und Erbrochenem. Lecker. Okay, aber keine Karte scheinbar. Leider nicht. Ja gut, dann müssen wir unsere Spuren weiterverfolgen, beziehungsweise die von Stuart. Vielleicht hat irgendwer gesehen, wo er hin ist. Ja, ihr habt ja von Jeff gehört, dass ihr quasi alle gemeinsam mit so einer dampfbetriebenen Kutsche in Richtung Innenstadt gefahren seid. Nur wie finden wir eine dampfbetriebene Kutsche in London? Ja, wir brauchen ja nur eine, wo die Kurbel fehlt, oder? Ich meine... Oder werden die immer abgenommen beim Fahren? Ich meine, wir könnten mal bei dem Dienst, wo man sie mieten kann, anrufen und fragen, ob eine kaputte ist irgendwo. Es gibt auf jeden Fall nicht so viele davon. Also, dass die Forschergilde davon 2-3 Stück hat, ist auf jeden Fall schon was ziemlich Besonderes. Ha. Und wir suchen ja eigentlich auch eine der Forschergilde, oder? Ja, ihr habt eine von der Forschergilde genommen. Also keine allgemeine. Vielleicht noch eine Frage. Kommen wir auf dem Weg nach draußen wieder an Jeff vorbei? Der sitzt noch draußen. Am Springbrunnen und frühstückt. Weil wir haben ja diese Kurbel, aber wir haben auch noch dieses Glasauge von Jean und Jeff ist ja der Schlauste von uns. Vielleicht weiß er, was das ist. Also ich sag so zu Jean, so, Jean, du hast doch diesen komischen blauen Stein da im Zoo. Vielleicht weiß Jeff, was das damit so auf sich hat. Ja, Moment. Ich suche mal. Ich hoffe, dass das nicht verloren gegangen ist, während ich den Gorilla gebaut habe.
Aber ich glaube nicht, irgendwo in so einer Reißverschlusstasche, wenn der Reißverschluss schon erfunden war, dann ist da bestimmt der Stein. Du hast das noch, ja. Okay, ich gucke erst Jeff nochmal ein bisschen skeptisch an. Sieht er schon so ein bisschen ausgenüchterter aus? Oder angenüchtert? Minimal besser. Minimal besser ist seine Verfassung. Okay. Mehr Rührei, bitte. Ah ja, das gibt's drin. Aber erst musst du uns noch ganz kurz eine Frage beantworten. Dann kannst du in Ruhe weiter frühstücken. Ich setze mich mal neben ihn. Und halte ihm so diesen Glasstein, was auch immer, hin. Hast du das schon mal gesehen? Oder weißt du, was das ist? Das sieht mir doch aus wie ein Glasauge. Von einem Menschen? Wer hat denn sonst ein Glasauge? Statue? Kennst du Also ich habe das noch nicht gesehen, aber ich würde mir auf jeden Fall nicht so ein blaues Glasauge einsetzen lassen. Aber du hast ja auch braune Augen. Ich hab braune Augen. Ja. Und die funktionieren ja zum Glück beide noch. Ich glaube, im Moment sehen sie viel doppelt, aber das ist eine Bedrohung. Okay, dann nehme ich das mal wieder mit. Vielleicht suchen wir einen Piraten, wer weiß. Hört zu, Leute, wenn ihr es schafft, den Dodo heil zurückzubringen, dann kann ich vielleicht noch ein Wort für euch einlegen beim Gildenrat, aber das muss schon schnell gehen. Aber damit es schnell gehen kann, bräuchten wir eine Kutsche. Weißt du, wo die gelagert werden? Ja, ihr könnt euch welche nehmen aus der Garage. Eine. Wunderbar. Nehmt euch eine. Dann bleibt wenigstens noch eine heil. Gibt's eine Möglichkeit, dass wir nachvollziehen können, wo die Kutschen hinfahren? Haben sie ein System eingebaut, mit dem man das rausfinden könnte? Also, wenn jemand... Die Kutschen sind ja was relativ Besonderes. Und wenn ihr... vielleicht haben ja Leute die Kutsche gesehen. Oder ihr könnt der Spur der Verwüstung folgen, die sicherlich existiert. Wurde mir zumindest berichtet. Das ist ein guter Plan. Dann los, ich habe eine Kurbel. Sehr gut. Bring mir das Jahr heil zurück. Aber wichtiger ist noch Bobo, der Dodo. Okay, wir holen uns, denke ich mal, eine Kutsche. Und ich kann gerne kurbeln, da ich kräftig bin und schnelle Kurbel, dass wir schnell vorankommen. Wer lenkt? Ja, ich natürlich. Okay. Haben die irgendwie ein besonderes Profil, diese Reifen oder Räder, damit wir irgendwie gucken können, ob wir die finden, wo wir langgefahren sind? In dem matschigen Herbstboden ist das bestimmt. Hat es bestimmt eine Spur hinterlassen? Ja, also das wäre eine wahrscheinlich eine Überlebenprobe oder Recherche Recherche ist es eigentlich nicht. Aber wenn jemand Recherche benutzen möchte, dann würde ich es um zwei erschweren. Ansonsten ist es eine Überlebensprobe. Ich bin ja als Ermittler quasi, da kann ich ja mit der Recherche bestimmt was in der Richtung machen. Ich habe das mal in einem meiner Bücher, Tiefes Grab habe ich das, glaube ich, habe ich da ein bisschen drüber geschrieben. So, dann wollen wir mal. So, wir hätten die 5. Du hast gesagt, um 2 erschwert. Ich habe ein plus 2, also wäre es die 5. Oh, dann erkennst du auf jeden Fall die Richtung, in die ihr losgefahren seid. Da sind halt noch so Mattspuren. Und du kannst es auf jeden Fall so ein paar Straßen lang verfolgen. Jetzt brauchen wir aber einen Fahrenwurf von Grave. Erstmal, um zu schauen, ob es klappt. Ich habe übrigens Fahren und Reiten zusammengenommen, nur falls es noch dazu kommen sollte, dass ihr irgendwie irgendwo auf irgendwas reitet. Fahren und Reiten ist einfach der gleiche Skill in diesem Setting. Auch bei Hyänen? Yes, auch bei Hyänen.
Kann ich unterstützen, weil ich ja derjenige bin, der kurbelt? Nee, Fahren ist eher Geschicklichkeit. Ich suche gerade auch überhaupt mal einen Fahrenwert. Da habe ich gar nicht sowas. Dann hast du den ich nicht. Dann ist das ein ungeübt Skill. Das ist dann, du hast dann einen D4, aber es ist um 2 automatisch erschwert. Alles klar. Also ich hätte sonst Fahren. Ich glaube, wir haben 3 Leute, die fahren können. Und die Person, die es nicht kann, hat sich gerade großspurig ans Lenkrad gesetzt. Also. Natürlich. Wie das halt ist. Ich bin doch nicht so in die Debatte gestellt. Genau wie in unserer letzten Runde, die wir gespielt haben. Da saß auch die einzige Person, die nicht fahren konnte am Steuer. Naja. Tatsächlich habe ich auf dem extra Dice eine 6. Oh, dann darfst du den nochmal würfeln. Ja. Da kommen noch 2 drauf. 8 um 2 erschwert sind weiterhin trotzdem eine 6. Also etwas unbeholfen, aber das lässt du dir natürlich nicht anmerken. Nein. Tuckert ihr langsam die Richtung entlang und kommt tatsächlich auch so 2-3 Straßen. Das stimmt, es war Simons Auto, der beschwert sich gerade darüber, dass er musste fahren. Er war derjenige mit dem Auto, aber nicht derjenige, der fahren konnte. Wer hat sich das überlegt? Naja, egal. Hallo Kalkirnen, schön, dass du da bist. Ihr fahrt so langsam die Straßen entlang und hier und da wird mal so ein schrammt ihr mal so wo dran, aber es ist ganz gut, es ist ganz gut. Und es ist tatsächlich so eine kleine Spur der Verwüstung, der ihr da folgt, weil hier und da ist mal irgendwie was umgefallen und da seht ihr Leute, die irgendwie versuchen, ihre Stände wieder aufzubauen und sowas, die scheinbar in der Nacht Schaden genommen haben. Und ihr fahrt ein paar Minuten, bis ihr plötzlich an einer Person vorbeikommt, die euch auffällt. Die hat so eine Künstlerkleidung an und ist gerade dabei, ein Gemälde zu zeichnen. Und auf diesem Gemälde aus der Ferne seht ihr irgendwie so eine Kutsche, die gerade in so einen Stand reinfährt, scheint er gerade zu malen. Hey, sieht das nicht genauso aus wie die Kutsche, in der wir gerade fahren? Oder wie die Kutsche, in der wir gefahren sind. Schönes Bild, würde ich sagen. Hat Talent, die Person. Vielleicht sollten wir das Jeff mitbringen. Nee, besser nicht. Vielleicht halten wir erstmal an und fragen ihn. Ja. Könnt ihr machen, wenn ihr möchtet. Das in der Mitte ist die Bremse. Oh. Ja, jetzt bremse ich auch wirklich. Ihr kommt neben der Person zum Stehen. Die ist euch mit dem Rücken zugewandt und gerade voll beschäftigt am Pinsel schwingen. Werter Herr, schönes Bild. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich bin gerade beschäftigt und zeichne eins meiner neuen berühmten Kunstwerke. Kehren Sie in 3 Tagen zurück, wenn es fertiggestellt ist. In 3 Tagen? Ich glaube kaum. Ich bin nur mal schnell. Was halten Sie davon, wenn Sie einen kleinen Augenblick warten und ich Ihnen das Bild dann einfach abkaufe? Interessant. Er dreht sich zu euch um und seht jetzt erst, dass ihr mit so einer dampfbetriebenen Kutsche gekommen seid. Oh, sieh an. Was man nicht alles erlebt in dieser doch sonst eigentlich sehr ruhigen Straße, geht einiges vor sich in der letzten Zeit. Nun habe ich schon direkt das nächste gute Motiv für mein nächstes Gemälde. Wissen Sie, ich habe eine Bilderreihe, die nennt sich Was in meiner Straße so passiert und was ich dort Spannendes beobachte. Der dreht sich um und malt weiter. Das ist sehr künstlerisch. Erzählen Sie doch ein wenig über Ihr Werk. Ich nenne es Zerstörung in meiner Straße. Und es handelt von etwas, was ich letzte Nacht beobachten konnte. Was haben Sie denn beobachtet? Ich bin wach geworden des Nachts, habe aus dem Fenster geschaut und habe dieses gesehen, was ich hier gerade zeichne. 6 Personen an der Zahl, die doch in einem, ich würde sagen, nicht sonderlich nüchternen Zustand hier mit einem solchen Gefährt längst gefahren sind. Wenn ich sie so sehe, es sieht tatsächlich so aus, als sähen diese Personen ihnen ziemlich ähnlich.
muss ich sagen. Unerhört. Und er guckt nochmal so auf dieses Bild und guckt nochmal wieder zu euch. Ja, perfekt, genau. Das eine Gesicht hatte ich nicht so richtig mitbekommen. Das ist ja hervorragend. Und er greift in seine Tasche und holt so einen Bleistift raus und fängt an, so ein bisschen nachzuzeichnen. Und was ist davor und danach passiert? So ein Bild ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Das stimmt. Erinnert ihr euch noch, in welche Richtung die Personen, die so ähnlich aussahen wie wir, gefahren sind? Ja, sie sind weiter die Straße runtergefahren und ich habe sie laut was schreien hören. Es klang so wie Hunger, Hunger, schnell was essen oder so. Und dann wurde ein paar Mal sehr laut die Hupe des Mobils betätigt und dann habe ich lautes Gepardengeräusche gehört. Was waren sind wahrscheinlich denn die beiden Geparden. Ja. Und er zeigt so auf etwas, was noch Bleistiftskizze ist, aber es sind so zwei Geparden, die diese Kutsche verfolgen. Ja. Und ein Vogel. War ein wundersames Gespann an Leuten. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es der Wahrheit entsprach, was ich da sah. Wie bitte? Werter Herr, haben Sie auch einen Vogel gesehen? Ja, meinen Sie diesen hier? Und er zeigt auf die Vordersitze von dem Gefährt, wo ihr Steward sitzt, seht, der am Steuer sitzt. Und daneben ein Dodo. Und ebenfalls eine blonde Frau. Naja, dass sie blond ist, könnt ihr natürlich noch nicht sehen, weil es noch nicht ausgemalt ist. Aber das könnte gut sein, weil es ist eine Frau, die ihr noch nicht gesehen habt und ihr habt von ihr gehört. Und nee, es ist sogar noch eine Person da, aber die ist nicht richtig gemalt. Und also dieses, ich weiß nicht, wie jemals so viele Leute in dieses kleine Gefährt gepasst haben, aber und dass da keiner runtergefallen ist, das ist schon unglaublich. Wundersam. Tja. Ja, danke schön. Wo ist denn hier das nächste Lokal, wo man was zu essen bekommen kann? In dieser ärmlichen Gegend, da gibt es so gut wie keine Lokale. Also das nächste, wo man Essen bekommen könnte, das wäre vielleicht die Fleischerei, zwei Straßen weiter hier Richtung Süden. Ist das die gleiche Richtung wie das ist die Richtung. Ja, das ist die Richtung. Also wenn ich jetzt Hunger hätte, dann würde ich dahin gehen. Ja, dann danke schön und ich wünsche noch kreative Arbeit. Einen Augenblick, Sie sagten, Sie wollen mir das Gemälde abkaufen. Dann müssen Sie ja, kurz noch aushalten. Sobald Sie fertig sind, bringen Sie das zur örtlichen Forschergilde und der Name des Käufers ist Gildenleiter Jeff. Jeff Jefferson. Exakt. Sehr gut. Verzeiht. Sagen Sie ihm, ich benutze meine teuersten Farben für dieses Gemälde. Es wird Ihnen einiges zu stehen kommen, dieses. Er wird es gerne bezahlen. Alles klar. Benutzen Sie nur kein Blau, bitte. Er kann Blau nicht ausstehen. Das ist natürlich schwierig bei einem nächtlichen Gemälde. Also, es sind fast nur Blautöne, die ich benutzen wollte, aber okay. Kein helles Blau zumindest. Kein helles, alles klar. Ja gut, dann werde ich die Wünsche annehmen. Das verdoppelt den Preis natürlich nochmal. Ist ja selbstverständlich. Sind Sie vielleicht noch an einem der anderen Gemälde interessiert aus meiner Reihe? Interessante Dinge, tschüss, die in meiner Straße passieren. Okay, ihr fahrt einfach weiter. Gut. Ja, ihr könnt weiterfahren. Seid noch ein, zwei Minuten unterwegs. Fahrt so, wie er in etwa beschrieben hat auch. Und ihr seht in der Ferne, also die Straße weiter runter, seht ihr, dass ihr auf so eine Fleischerei, eine Schlachterei zufahrt, wo aber das Schaufenster eingeschlagen ist. Und auch vor dem Schaufenster ist einiges von dem Mauerwerk scheinbar zerbröckelt und liegt da so auf dem Gehweg rum. Oder auf der Straße. Nicht wirklich. Oh, das sieht so aus, als wäre die gesuchte Person hier gewesen. Oder einige Leute, die extremen Hunger hatten. Ich steige mal von dem Mobil runter und schaue mir das mal genauer an, wo man da hinkommt, wenn man durch diese Scheibe schaut. Ja, also du blickst in eine Schlachterei, aber in erster Linie blickst du auf eine große dampfbetriebene Kutsche, die scheinbar, du würdest jetzt mal schätzen, mit voller Energie in diese Schlachterei reingefahren wurde. Und
Ja, links ist natürlich so ein Tresen, der ist auch einigermaßen heil geblieben. Aber mitten in dieser Schlachterei steht eben dieses Gefährt, dampft auch noch so ein bisschen vor sich hin. Und auf dem Dach und hinter dem Gefährt hörst du zwei Geparden, die so da drin rumschleichen und scheinbar nach Essbarem suchen. Ja, ich reg mich natürlich erstmal auf, immer diese Leute, die keine Dampfkutschen fahren können, meine Güte. Und ich glaube, ich habe die Geparden zusammen gefunden. Super. Und der Dodo? Kein Dodo. Okay, kein Dodo heißt auch nicht keine Reste vom Dodo. Es ist ja eine Fleischerei. Da wird es ja wohl irgendwo noch ein bisschen Fleisch geben, oder? Für Geparden. Ich hoffe nicht, dass der Dodo hier war. Wir könnten in den Geparden nachschauen, aber das lassen wir lieber. Eben. Es sieht so aus, als wenn da hinter der Theke oder so Fleisch gewesen wäre. Also da ist auf jeden Fall so Blut verschmiert und so. Es sieht so aus, als hätte sich da schon jemand bedient, wenn das so gewesen wäre. Hinter der Theke gibt es auch noch eine Tür, die weiter hinten ins Gebäude führt. Aber da jetzt so hinzukommen, ist natürlich relativ schwierig, weil dazwischen ist die Kutsche mit den beiden Geparden. Okay, die Geparden sind aber frei, oder? Die sind frei und schleichen so, also einer schleicht so um das Auto rum, der andere steht oben drauf. Und sie haben euch jetzt noch nicht gesehen, würde ich sagen. Charlie, meinst du, Geparden mögen Affenfutter? Ich habe nicht mehr so viel, aber ich bezweifle es ehrlich gesagt. Die essen eher Fleisch. Aber vielleicht können wir sie einfangen. Haben wir noch irgendwie eins der Netze oder irgendwas dabei von dem Zoo? Nicht, ne? Ich habe keins mehr. Gibt es vielleicht noch eine andere Eingangstür oder wie so eine Anlieferertür für die Fleischerei? Naja, ihr könnt natürlich um das Gebäude mal rumgehen und schauen, wenn ihr möchtet, ob ihr da noch was findet. Aber leise, ja, also dass sie uns nicht sehen und hören. Okay, ihr... ja, es gibt tatsächlich wie so einen kleinen Hinterhof, ist übertrieben, aber es gibt wie so einen kleinen engen Weg, der hinter diesem Haus längs führt, wo halt man gerade mit so einer Kutsche quasi reinpasst. Ich gehe aber davon aus, dass ihr jetzt zu Fuß geht und das andere Ding vorne stehen lasst, oder? Ja. Und da gibt es tatsächlich einen Hintereingang, der in das Gebäude der Schlachterei auch führt. Und die Tür steht offen, weil das Schloss demoliert ist. Lass mich mal vorgehen, vielleicht ist es gefährlich. Ja. Und okay. Ich schiebe die Leute so zur Seite und gehe dahin und öffne die Tür ganz vorsichtig. Okay, du öffnest die Tür und du kommst in so einen Flur. Und du bist jetzt ziemlich sicher den Flur gerade durch. Da kommt ihr nach vorne, wo ihr eben wart. Dann gibt es nach rechts eine Tür. Das ist so eine, ja, sehr massive Tür. Und es gibt noch eine kleine Treppe, die nach oben führt, wo wahrscheinlich der Schlachter wohnen könnte, würdest du jetzt einfach mal dir so den Aufbau des Hauses vermuten. Archibald, rechts oder links? Einfach mal rechts. Ich gehe nach links, in dem Glauben, es wäre rechts. Dann gehst du die Treppe hoch. Du gehst die Treppe hoch und kommst erstmal an so einem kleinen Bad vorbei und dann kommst du in einen Raum, in ein Schlafzimmer quasi. Und das Bett steht so ein bisschen schief und der Nachttisch ist so umgekippt, als hätte hier eine Art Kampf oder sowas stattgefunden. Aber der Raum ist leer. Leute, kommt mal hier hoch. Hier ist, hat wohl ein Kampf stattgefunden, aber hier ist niemand mehr. Es gibt auch keine Wanduhr. Es scheint auch keine Wanduhr zu geben. Schade. Ja, wozu heute im Metzger auch eine Wanduhr? Finden wir irgendwas an dem Nachttisch oder unter dem Bett oder so? Nee.
Vielleicht können wir die Geparden mit einem Bettlaken einfangen. Mit einem was? Mit einem Bettlaken. Achso. Bettlaken ist da auf jeden Fall. Ja, dann nehme ich das mal zusammen, falte das fein säuberlich und nehme es mit. Sehr gut. Das könnte riskant werden. Ich sagte ja nicht, dass ich es machen möchte. Ich sagte, wir könnten. Hast du jemals davon gehört, dass ein Gepard, eine Raubkatze, mit einem Bettlaken eingefangen wurde? Naja, noch nicht. Das Buch müssen wir erst noch schreiben, beziehungsweise Archie. Wenn er noch dazu kommt. Vielleicht finden wir unterwegs eine bessere Lösung. Na gut. Wir könnten sie raufblocken und dann einsperren. In erster Linie brauchen wir den Dodo, oder? Brauchen wir die Geparden auch? Ja, aber zweitrangig, würde ich sagen. Es kann aber nicht schaden, Jeff zu beruhigen. Okay, gibt's hier oben noch mehr Zimmer? Nur das Bad. Okay, da würde ich auch noch kurz reingucken. Ist ein mittelmäßig gut gepflegtes Bad. Okay. Da wäscht sich jemand ziemlich oft blutige Hände sauber. Das sieht man auf jeden Fall. Was war das denn? Ging es doch in den Keller runter, oder? Es gab noch eine weitere Tür, ja. So eine massive. Dann schauen wir uns diese Tür an. Gut, ja. Da kommt so ein bisschen Kälte durch. Kann man die Tür öffnen? Ich versuch's. Ja. Du machst die Tür auf und du kommst offensichtlich in einen Kühlraum, wo relativ viele Schweine von der Decke hängen. Aber ein Schwein davon scheint kein Schwein zu sein. Da scheint jemand an seinem weißen Kittel aufgehängt worden zu sein und baumelt da so rum. Sieht er denn noch halbwegs? Ihr erkennt ihn nicht, aber es muss der Schlachter sein. Lebt er noch? Der lebt. Der hängt auch nur an seinem Kittel so. Baumelt da. Okay. Und er hat eine Armverletzung, aber keine Ahnung, wo die herkommt. Und er ist gerade nicht ansprechbar. Dann würde ich sagen, Charlie, heb ihn noch einmal kurz runter. Und ich packe ihn so und hänge ihn quasi ab. Als du ihn runterholst, fällt dir auf, dass ihm ein Auge fehlt. Ist das andere blau? Müsstest du sein Auge für öffnen? Ach ja. Ist der Mann denn vielleicht blond oder irgendwie hellhaarig? kurzes schwarzes Haar hat er. Ich würde gerne einmal mit Heilen versuchen, zumindest seine Verletzung irgendwie ein bisschen zu behandeln und zu schauen, dass der vielleicht auch wieder wach gemacht werden kann. Ja, alles klar. Würfel auf Heilen. So, das wäre einmal eine 5. Okay, du kümmerst dich so ein bisschen um ihn und während du das tust, kommt er so zu sich. Oh, fresst mich nicht auf, bitte! Bitte fresst mich nicht auf! Nehmt, was ihr wollt! Nehmt all meine Schweine, aber nicht mich! Oh Gott! Und er zieht so seinen verletzten Arm so von dir weg, Archibald. Werter Herr, Sie wurden von Archibald Jones und seinen Kameraden gerettet. Jetzt beruhigen Sie sich doch erstmal. Gerettet? Ich bin aufgewacht und hab dein Gesicht gesehen, wie er an meinem Arm rumgeknabbert hat und gesagt hat, Hunger! Das willst du retten? Wessen Gesicht? Charlies? Und ich drehe mich so weg. Er zeigt auf Archibald. Nun, Archibald ist ein Mann voller Manieren. Der würde niemals andere Leute Arme anknabbern. Ach ja, und wem gehört dann die Kutsche, die hier mitten in meiner Schlachterei geparkt wurde? Und die Geparden? Karl Dunham. Da wacht man nachts auf, denkt an nichts Böses. Jemand knabbert am Arm und zerstört auch noch meine Schlachterei. Dafür habe ich mein Leben lang gearbeitet. Aber ihr habt doch Erfahrung damit, Tiere einzufangen. Wir hätten da zwei Leoparden einzufangen. Ich krieg die Tiere doch immer schon gefangen, geliefert.
So gesehen sind sie auch schon gefangen. Also im Ladenlokal. Ja, mit kaputter Windschutzscheibe. Zwar, Schaufensterscheibe, aber. Aber ich glaube, sie sollen auch leben bleiben. Also sie sollen nicht hier hängen. Also mir ist das egal, ob die von mir aus. Also, ich will die nur loswerden. Vielleicht können wir uns ein, zwei von den Schinken ausleihen. Na, eher mitnehmen. Also ich glaube nicht, dass wir die zurückgeben können. Ja, nehmt, was ihr wollt, aber lasst mich einfach bitte leben, Mann. Wir könnten ja irgendwie eine Fleischspur quasi hier in den Kühlraum legen. In den Kühlraum. Oder aber dann ist der komplett leer. Ja, die sollen da ja auch irgendwie nur rein und dann machen wir die Tür zu. Gute Idee eigentlich. Eine Frage hätte ich noch. Haben Sie ein Dodo gesehen? Ja, also irgendein Federvieh lief da auf jeden Fall auch rum, ja. Ich bin dann vor ihm da weggelaufen, wollte mich in Sicherheit bringen und mein Beil unten suchen, um mich zu verteidigen. Und dann waren da unten Geparden, ein Auto und so ein Typ mit einem Dodo unterm Arm, der einfach nur rumgebrüllt hat. Haben Sie das gesehen? Ja, der ist irgendwie weitergelaufen, keine Ahnung. Ja, aber in welche Richtung? Ich glaube, wenn ich mich jetzt so richtig erinnere, waren das sogar zwei Typen. Und der eine hat versucht, den anderen aufzuhalten. Aber der meinte, nein, er kommt zu spät zur Hochzeit. Hatte der eine Typ vielleicht langes blondes Haar und war eine Frau? Eine Frau war auch noch dabei, ja, das stimmt. Ja, gut, dann... Es tut mir leid, dass ich nicht so gut aufgepasst habe. Ich bin relativ schnell wieder zurückgelaufen. Und dann bin ich irgendwie ohnmächtig geworden. Das passiert im untrainierten Auge. Das erfordert einiges an Fachkenntnis, um so eine Situation richtig einschätzen zu können. Ich habe ja auch nur ein Auge. Da sieht man nicht. Mit einem Auge sieht man weniger. Habt ihr zufällig ein Glasauge verloren? Ja. Das Glasauge, das meine Oma mir vererbt hat. Das habe ich irgendwie verlegt. Ich habe da neulich eins gefunden, dieses Aha. hier. Wie viel wäre Ihnen das wert? Das ist nicht mein Glasauge. Oh. Oh, okay, dann nehme ich es wieder mit. Aber ich würde es nehmen, also ist besser als kein Glasauge. Also vielleicht können Sie es verwahren für mich, solange... Ich brauch's noch nicht. Aber vielleicht braucht es noch jemand anders. Ah, mir ist es egal. Doch egal, Leute. Ich will einfach nur, dass das Horrorszenario vorbei ist. Ja, dann würden wir uns gerne den Kühlraum auch noch kurz ausborgen. Wir müssen eine Spur legen. Okay, ist ja gut. Also Auge gegen Fleisch. Er Fleisch, steht auf und Fleisch, geht. Fleisch gegen Überleben. Ich schaue einfach später vorbei, ob es geklappt hat. Super. Bis dann. Er verschwindet durch die Hintertür. Wunderbar. Jean, vielleicht kannst du ja irgendwas basteln, damit wir aus der Ferne die Tür hier irgendwie zuschlagen können, wenn sie drinnen sind, damit da keiner von uns stehen muss. Ja, wir können ja einfach ein Seil an die Klinke binden. Ich habe Seil. Und dann... Wunderbar von außen ziehen. Vielleicht. Wenn das räumlich Sinn macht? Das macht räumlich Sinn und das könnte auch funktionieren, ja. Sonst mache ich irgendwo noch Umlenkrollen dran oder so. Dann fange ich an, vom Kühlraum aus nach vorne Fleisch zu legen. Aber so, okay. dass die noch nichts wittern, sondern das letzte Stück werft dann halt irgendwie in den Raum oder so. Also Jean kann gerne mal auf Reparieren würfeln für diese Zugkonstruktion, würde ich sagen. Charlie kann vorher eine Unterstützungsprobe machen. Was Fleisch auslegen. Obwohl, das ist so oder so unterstützen. Da brauchen wir nicht drauf würfeln, das ist ja Quatsch. Da gebe ich einfach +1 für das ausgelegte Fleisch.
auf Jeans Wurf. Ich habe insgesamt 7. Mhm. Ja, das reicht. Okay, dann klappt das so, wie ihr euch das vorstellt, das so aufzubauen. Und ihr zieht mit ausreichender Entfernung quasi die Tür auf, ne? Mhm. Ihr zieht die Tür auf und es dauert so einen kleinen Augenblick, bis ihr so ein schlurfartiges Geräusch hört, so ein Tapsen und Schlurfen, das immer näher kommt. Und einer der Geparden guckt um die Ecke und knurrt so ein bisschen vor sich hin. Und ihr hört irgendwie auch noch ein anderes Geräusch. Es klingt wie so ein Klopfen und so ein Rufen. Es klingt wieder so, als würde jemand, der irgendwo drin steckt, rufen und versuchen rauszukommen. Und an dieser Stelle beenden wir für heute Abend das Abenteuer und schauen am Donnerstag, wie es zu Ende geht. Das war aber warm heute hier in meinem Zimmer. Ja. Hagrid macht es vor, Applaus, danke. Vielen, vielen Dank, ja. Gut gespielt. Ja, sehr cool. Danke an euch. Genau, vielen Dank fürs Mitspielen an euch vier und sehr schön gemacht, finde ich. Ihr habt schon ordentlich was geschafft. Aber so die ein oder andere Erklärung wird es vielleicht am Donnerstag noch geben, was passiert ist. Mal schauen. Auf jeden Fall habt ihr eine ganz schöne Spur der Verwüstung hinter euch gelassen. Vielen Dank an alle, die im Chat dabei waren, an alle, die zugeguckt haben und natürlich an alle, die auf YouTube unsere Videos nachschauen, was mit diesem natürlich auch möglich sein wird. Ansonsten geht mal zu Spotify oder einem Podcatcher eurer Wahl und hört euch mal Heldenpicknick an. Wie vorhin schon gesagt, 9 Staffeln. Ja, ihr müsst mir irgendwie nochmal erzählen, wie man das hinbekommt, aber das ist ein anderes Thema. Also, da habt ihr auf jeden Fall ordentlich was zu hören. Schaut mal bei Helden, hört mal bei Heldenpicknick vorbei. Und ansonsten sehen wir uns am Donnerstag für den zweiten Teil und gleichzeitig das Finale. Und wenn ihr Lust habt, am Freitag machen wir einen Backstream und backen zusammen mit Lars. Er muss sich beweisen und dieses Gerücht, das sich bei uns irgendwie etabliert hat, dass er nicht backen kann, das werden wir entweder aus der Welt schaffen oder grandios bestätigen am Freitag. So etwa ab 19 Uhr und das Rezept findet ihr auch in unserem Discord, falls ihr mitbacken möchtet. Keine Ahnung, ob da jemand Lust drauf hat, aber würde uns natürlich freuen, wenn ihr einschaltet. Das wird gut. So. Das wird grandios, dann, ja. Ja, mal schauen. Also die Erwartungen sind hoch. Mal gucken. Ja, genau. Vielen Dank fürs Mitspielen und ich freue mich sehr drauf, wenn wir uns am Donnerstag wiedersehen und die Geschichte hoffentlich zu einem befriedigenden Abschluss bringen. Danke fürs Leiden. Danke, danke. Genau. Vielen Dank. Ciao. Sehr, sehr gerne. Es war ein großer Spaß und natürlich auch nochmal danke an die Community, die das Abenteuer fleißig mitgeschrieben hat. Jetzt switchen wir zu den Credits und sehen uns Donnerstag. Ciao. Tschüss.